Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und meine große, große Lebensvision ist es, so viele Menschen wie möglich darin zu unterstützen, wieder an sich selbst zu glauben, ihnen all die Tools an die Hand zu geben, die es da draußen so gibt für unsere eigene persönliche und auch spirituelle Weiterentwicklung. Und genau dafür ist dieser Podcast hier, wo auf dich ganz viele wundervolle Interviews warten, Solo-Folgen, ganz viel Inspiration fürs Herz, für den Geist, für die Seele, für alles, was so in unserer inneren Welt los ist. Und in dieser Folge heute geht es um ein Thema, wo ich in der letzten Zeit sehr, sehr viel bei mir mitarbeite und wo ich dachte, maybe könnte dir das ja auch helfen. Und zwar geht es um das Thema Reparenting. Wie wir uns selber die Eltern sein können, die wir als Kinder gebraucht haben. Viele von euch kennen ja das Konzept der inneren Kindheilung, wo es darum geht, ne, sich mit dem inneren Kind zu verbinden und dem Kind das zu geben, was es in der Kindheit gebraucht hätte und mit diesem inneren Kind zu arbeiten quasi. Und bei dem Reparenting geht es darum, in dir diesen gesunden, erwachsenen Elternanteil zu erschaffen, den du als Kind gebraucht hättest. Und ich werde in der Folge mit dir 4 Schritte teilen, wie du anfangen kannst, in dir selbst einen gesunden Elternanteil zu erschaffen, zu stärken, der eh in dir lebt. Aber meistens ist dieser Elternanteil nicht ganz so gesund, sondern ein bisschen schwierig drauf. Und das ist immer diese Stimme, die wir im Hinterkopf haben. Und jetzt geht es darum, wie du anfangen kannst, diesen inneren Elternanteil in dir ein bisschen mehr mit dir anzufreunden und ihn oder sie liebevoll so in dich zu integrieren, dass er oder sie dich stützen kann und dich supportet und nicht im Gegenteil dich runterzieht oder dich klein hält oder dir sonst irgendwas erzählt, wo du vielleicht nicht gut genug bist. Genau. Und darum geht es heute in der Folge. Ich werde am Ende so eine kurze kleine Medi auch dazu machen. Also nimm dir gerne ein bisschen Zeit für die Folge oder du kannst natürlich auch später, falls du gerade unterwegs bist, wenn du dann zu Hause bist, nochmal in die Folge reingehen und da dann die Medi machen. Und ja, ansonsten, ich hoffe, dir geht's tutti la monte, alles bene und Spaghetti in deiner Welt. Und auch wenn nicht, ist das vollkommen in Ordnung, denn wir alle haben unsere Hochs, wir alle haben unsere Tiefs, wir alle haben Momente, wo wir am liebsten den Kopf einfach auf die Tischplatte fallen lassen wollen. Und es wird wieder Momente geben, wo uns Flügel wachsen und wir losfliegen wollen. Alles ist okay, alles ist da und hier ist dein Raum, einfach da zu sein, wo du gerade bist, dich inspirieren zu lassen, dir das mitzunehmen, was dir gut tut, was du jetzt gerade brauchst. Und ich schicke dir auf jeden Fall, ganz egal, wo du gerade stehst in deinem Leben, ganz viel Liebe, ganz viel Energie, ganz viel Kraft, ganz viel Hoffnung und Vertrauen auf deinen Weg und hoffe, dass du ein bisschen was aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Also, los geht's. So schön, dass du da bist. Ich habe ja gerade im Intro schon erzählt, in dieser Folge geht es um das Thema Reparenting, also wie du anfangen kannst, in dir selbst deinen gesunden Elternanteil zu erschaffen oder zu stärken, damit du einfach gestärkter, glücklicher, erfüllter und vor allen Dingen entspannter durch dein eigenes Leben gehen kannst. Und ich habe ja im Intro gerade auch schon erzählt, dass ich mit diesem Ansatz seit ein paar Monaten für mich arbeite und dass mir das einfach super hilft und irgendwie mir ja eine ganz neue Perspektive irgendwie auf mich gibt und auf mein Leben und den Blick, den ich auf mich habe. Und ja, irgendwie hat mir das so eine Leichtigkeit geschenkt und ein bisschen mehr inneren Frieden. Und ja, deswegen dachte ich, teile ich das heute mit dir. Und worum es geht, ist, dass du ja wahrscheinlich das Konzept von der inneren Kindheilung kennst. Stefanie Stahl, ja auch eine gute Freundin von mir, arbeitet damit ja ganz, ganz viel und ist ja die Ikone zu dem Thema, hat das Buch geschrieben, Das Kind in dir muss Heimat finden, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann, zu dem Thema und wo es ja darum geht, mit dem inneren Kind zu arbeiten und mit dem inneren Kind in Verbindung zu gehen und zu gucken, ne, was braucht dein inneres Kind. Und worum es jetzt geht, ist für dich zu gucken, genauso wie wir das innere Kind als einen inneren Anteil in uns tragen. Denn das innere Kind ist ja nur eine Metapher, ein Bild, was uns, unserer Seele dabei helfen kann, mit einem ja meistens verletzten inneren Anteil aus der Kindheit in uns zu arbeiten. Und
wir alle, jedenfalls die allermeisten von uns, sind mit Eltern groß geworden. Entweder einem Elternteil oder beiden Elternteilen oder auch wenn du mit Adoptiveltern groß geworden bist oder egal, ich sage jetzt mal, welche Bezugsperson für dich verantwortlich gewesen ist. Wir alle hatten ja Menschen um uns herum, als wir Kinder waren, die uns auf eine bestimmte Art und Weise erzogen haben, die uns bestimmte Dinge mitgegeben haben, die uns bestimmte Dinge immer wieder gesagt haben, wie wir sein sollen, wie wir richtig sind, wie wir vielleicht auch falsch sind. Und vor allen Dingen haben wir von unseren Eltern gelernt, was es heißt, geliebt zu werden. Was ist Liebe eigentlich? Wie fühlt sich Liebe an? Wie fühlt sich Geborgenheit an? Das lernen wir zwischen 0 und 7 von unseren Eltern. Das ist da, wo sich das alles in unserem Gehirn formt, wo wir lernen, ah, okay, so fühlt sich Beziehung an, so fühlt sich Geborgenheit an, so fühlt sich Liebe an. Selbst wenn es nicht wirklich Liebe war, interpretieren wir es so als Liebe. Das sind die Beziehungsmuster, die wir mitnehmen. So, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, der mir so sehr geholfen hat, und zwar zu verstehen, dass die Art und Weise, wie wir als Kind geliebt worden sind, sowohl von unserer Mutter als auch von unserem Vater, wird die Art und Weise sein, wie wir uns selber später auch lieben und behandeln. Also so wie wir gelernt haben von unserer Mutter oder von unserem Vater, wie wir geliebt werden, auf die gleiche Art und Weise werden wir uns höchstwahrscheinlich unser Leben lang selber lieben, es sei denn, wir fangen an, das für uns aufzulösen, zu transformieren und eine gesündere Art und Weise für uns zu entwickeln, wie wir uns lieben können. Klammer auf, ganz wichtiger Einwurf. Das heißt nicht, dass deine Eltern, meine Eltern schlechte Menschen gewesen sind oder dass das irgendwie nicht richtig war. Jeder Mensch tut zu jeder Zeit sein Bestes und unsere Eltern kommen aus einer vollkommen anderen Generation, als wir es heute sind. Wir haben ganz, ganz andere Möglichkeiten, Zugänge zu Informationen, Zugänge zur Heilung, was unseren Eltern überhaupt nicht möglich gewesen ist. Und große Überraschung, ich weiß, viele von euch hören diesen Gedanken heute das erste Mal, aber unsere Eltern sind auch einfach nur Menschen. Auch unsere Eltern hatten Eltern. Auch unsere Eltern haben ihr inneres Kind. Auch unsere Eltern tragen diesen ganzen Shit mit sich rum, wo sie nicht wissen, wohin damit. Und wenn sie nie gelernt haben, damit umzugehen, na, dann kriegen die eigenen Kinder genau diesen ganzen Shit halt auch nochmal mitgegeben. Und jetzt ist eben der Moment, wo wir alle, zum Glück, jetzt wo du auch diesen Podcast hörst, anfangen können, das zu transformieren. Diesen Kreislauf aus verletzten Menschen aufzulösen, diesen Kreislauf aufzulösen, wo wir das Gefühl haben, nicht geliebt zu werden, wo wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, wo wir das Gefühl haben, irgendwie anders sein zu müssen, wo wir dieses riesige, schwarze, schwere Loch irgendwie in uns tragen, wo wir uns so einsam fühlen und ungesehen fühlen und ungeliebt fühlen. Und dieses Loch, ja, diese Leere, dieses schwarze, große, schwere Loch, was so viele von uns sich mit uns tragen, dieses Gefühl des Mangels, des Nicht-Ausreichens, des Alleineseins, dieser Traurigkeit, all dem können wir jetzt begegnen und können anfangen, das in uns zu füllen. Denn was nicht funktioniert, und ich weiß, das ist ja das, was uns die Welt die ganze Zeit versucht zu erzählen, aber was nicht funktioniert, wir können dieses große, schwarze, leere Loch des Mangels in uns nicht im Außen füllen. Egal, welches Auto du fährst, egal, in welcher Beziehung du bist, egal, welches Paar Schuhe du haben wirst, egal, welchen Job du haben wirst. Das ist etwas, was nur aus dir mit deinem eigenen Licht gefüllt werden kann. Die Dunkelheit in dir kann nur mit deinem eigenen Licht gefüllt werden. Du selber darfst dahin gehen, du selber darfst das ausfüllen, natürlich mit Hilfe von außen. Aber es muss etwas sein, was aus dir kommt. Das ist eine Liebe, die aus dir selber kommt. Genauso wie du selber diese Dunkelheit in dir erlaubt hast, darfst du dir selber erlauben, da wieder Licht hinschicken zu können. Und das ist ein Heilungsprozess und Heilung funktioniert und passiert vor allen Dingen nicht von heute auf morgen. Manchmal ist es ein lebenslanger Prozess und es ist auch gut und schön und das ist das Leben. Wichtig ist einfach nur, irgendwann an diesen Punkt zu kommen, wie jetzt zum Beispiel, für dich selber zu sagen, ich will für mich die Mama sein, der Papa sein, den oder die ich selber vielleicht nie hatte. Ich möchte mir selber heute die Liebe schenken, dass ich gesund bin mit mir, dass ich gute Entscheidungen treffe, dass ich für mich sorge, dass ich fürsorglich bin für mich selbst, dass ich gut auf mich Acht gebe, dass ich
kluge Entscheidungen treffe, dass ich aufhöre, in irgendwelche toxischen Shit-Beziehungen reinzulaufen oder dass ich auf irgendeine Art und Weise Dinge tue, die dysfunktional und schmerzlich für mich selber sind, weil ich das als Kind gelernt habe. Und ich bin jetzt als erwachsener Mensch selbstverantwortlich dafür da, auf mich Acht zu geben und zu gucken, wie ich diese Anteile in mir heilen kann, die mir erzählen, auf irgendeine Art und Weise nicht gut genug zu sein oder auf irgendeine Art und Weise irgendwelchen Brotkrumen hinterherlaufen zu müssen, die mir irgendjemand vor die Füße steigt. Nein, verdammt nochmal. Du bist ein unendlich wunderschönes, liebenswertes Wesen, was hier auf dieser Welt ist. Und du hast verdammt nochmal alle Liebe dieser Welt verdient. Du hast verdient, dass dich jemand anguckt und dich sieht und dich hält und dich in den Arm nimmt und dir einfach sagt, danke, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt. Ich liebe dich. Ich sehe dich. Ich halte dich. Das ist das, was du verdient hast. Und nichts darunter. Nichts darunter. Du musst niemandem hinterherlaufen. Du musst auch keinem Job hinterherlaufen. Du darfst einfach sein. Und du darfst dich der Welt zeigen und dich selbst verdammt nochmal lieben und anerkennen und sehen und führen und halten. Und nur wenn du anfängst, das in dir selber auch zu sehen, nur wenn du diesen Wert in dir selber erkennst, nur wenn du wirklich siehst, wer du bist, wenn du wirklich siehst, wie liebenswert du bist und wie wertvoll du bist und wie schön du bist und wie reich du in dir bist, wirst du anfangen, andere Entscheidungen zu treffen, wirst du anfangen, Grenzen zu setzen, wirst du aufhören, in Dinge reinzulatschen, die dir offensichtlich nicht gut tun, weil du gecheckt hast, dass du Besseres verdient hast, weil du gecheckt hast, dass du liebenswert bist und automatisch wirst du andere Erfahrungen im Außen machen, als du sie vielleicht bis jetzt gemacht hast. Und dafür ist es aber wichtig, dass du selber beginnst, Liebe neu zu lernen, dass du dich löst von dem Beziehungsmuster, was du als Kind gelernt hast, was es heißt, geliebt zu werden. Weil die meisten von uns haben da leider ein ganz schönes Scheißmuster mitgenommen, was nämlich genau dazu führt, dass wir viel zu viel arbeiten, dass wir im Worst Case anfangen, irgendwann irgendwelche Drogen zu nehmen, um dieses Gefühl in uns zu betäuben, nicht gut genug zu sein, dass wir in irgendwelchen Leistungsdruck gehen, weil wir denken, nur wenn wir leisten, werden wir geliebt, dass wir in irgendwelchen toxischen Beziehungen bleiben, obwohl sie uns eigentlich nicht gut tun, weil wir denken, dass wir nicht mehr verdient haben. Das sind ja alles Dinge, das ist ja nicht deine Natur. Du kommst ja nicht auf die Erde. Kein Baby kommt auf die Erde und sagt, Entschuldigung, ich weiß, ich bin nicht gut genug, aber könnte ich vielleicht ein bisschen Milch haben? Nein, Babys sind so, hey, here I am, give me my milk. Ja, so, weil hier bin ich und ich habe es verdient, dass es mir gut geht und dass ich geliebt werde. Und wenn die das nicht bekommen, dann fangen die an zu schreien und sagen ganz klar Bescheid, hey, give it to me. Ja? Und das ist eigentlich, wie wir sind, wer wir sind. Wir wissen eigentlich ganz genau, wie wertvoll wir sind, wie wichtig wir sind und was alles in uns ist, bis uns das genommen wird, weil jemand, der es selbst nie erfahren hat, uns nicht geben konnte. So, die guten Neuigkeiten sind, du kannst es dir jetzt geben. Die guten Neuigkeiten sind, du kannst in dir selbst mit deinen inneren Anteilen arbeiten, die bis jetzt das Gefühl hatten, nicht liebenswert zu sein. Okay, und wie kannst du das machen? Das ist jetzt, worum es geht in dieser Folge. Wie kannst du deinen inneren Elternanteil in dir aktivieren, transformieren, um in einen anderen inneren Dialog zu gehen? Das Erste ist erstmal grundsätzlich, in die Bewusstwerdung zu kommen. Und das war für mich so ein Gamechanger in den letzten Monaten, einfach durch die Arbeit, die ich jetzt gerade auch an mir selber mache, zu erkennen, bewusst zu werden, was da in dir wirkt, welche Überzeugungen in dir wirken. Bei mir war es zum Beispiel total krass, dass ich für mich festgestellt habe, einfach weil bei mir in dieser mütterlichen Linie nie so richtig diese mütterliche Wärme da war und Nähe da, aber nicht, dass das nicht alles total die tollen Frauen waren, aber keine dieser Frauen hat jemals wirklich für sich lernen können, lernen dürfen, was es heißt, mütterliche Nähe zu erfahren und wirklich geliebt zu werden und gehalten zu werden und von dieser emotionalen Nähe gehalten zu werden, sondern es war eigentlich immer ein auf sich selbst verlassen. Und das war für mich so krass, das zu sehen plötzlich, wie ich das mit mir selber auch mache, wie ich für alle da bin und allen immer was gebe, aber ich selber keine sozusagen diese mütterliche, emotionale Nähe annehmen kann, auch wenn sie sozusagen, egal von wem sie kommt und vor allen Dingen sie mir nicht selber gebe, weil ich denke, dass ich sie nicht verdient habe, weil es für mich nicht sicher ist.
Und ich war so, okay, oh, das ist so krass. Und ich konnte es plötzlich überall sehen. Und damit arbeite ich gerade sehr, sehr viel. Und was ich mache, und dazu lade ich dich eben auch ein, ist im ersten Schritt erstmal für dich zu erkennen oder dich zu fragen, okay, wie bin ich als Kind geliebt worden oder eben auch nicht geliebt worden? Weil dieses auch nicht geliebt werden ist ja, wie wir Liebe lernen, nämlich dass wir denken, nicht Liebe ist Liebe. Das ist ja das Paradoxe daran, ja. Und dass du für dich nochmal schaust, okay, wie wurde dir von deinen Eltern Liebe mitgegeben? War es durch Leistung? Ja, also wenn du gut geleistet hast, wenn du gute Noten mitgebracht hast oder wenn du schön am Ballettunterricht teilgenommen hast oder was auch immer gemacht hast, dann waren sie happy, dann hast du Liebe bekommen. Aber wehe, du hast mal nicht funktioniert. Wehe, du hast mal nicht gemacht, was irgendwie gemacht werden sollte. Wehe, du hast nicht performt. Was war dann? Okay, das heißt, du bist hardwired, dass du funktionieren musst. Und wehe, du erlaubst dir heute einfach mal abends dich auf die Couch zu legen und was zu gucken, dann wird aber direkt da oben die innere Stimme anspringen und dir sagen, steh jetzt aber sofort auf, was fällt dir ein, dich hier auszuruhen? Weil diese innere Stimme ist so brutal, die ist so brutal, die ist so hart und die ist so ausgetrickst und so fies auf so eine bestimmte Art und Weise, dass sie uns wirklich so sehr bestimmt. Und im ersten Schritt geht es darum, in das Bewusstsein zu kommen und bei dir nochmal ehrlich hinzuschauen, wie habe ich Liebe eigentlich gelernt? Was ist das, wo ich gelernt habe, ah okay, wenn ich so bin, dann werde ich geliebt. Wenn ich so funktioniere, dann werde ich geliebt. Bei mir war es zum Beispiel auch so krass, dieser Gedanke, diese Überzeugung, ich darf nicht zur Last fallen. Ich darf nicht zur Last fallen. Ich darf nicht zur Last fallen. Auf gar keinen Fall darf ich für irgendjemand eine Last sein. Und bis heute ist es so krass in mir drin, dass ich immer denke, okay, ich mache es lieber selbst. Nicht, weil ich denke, ich kann es besser, sondern weil ich denke, ich will niemandem zur Last fallen. Ich will nicht anstrengend sein für niemanden. Und deswegen bin ich auch so jemand, der immer so krass guckt, okay, was kann man noch tun für jemand anderen? Was natürlich auf der einen Seite voll schön ist, aber auf der anderen Seite geht es oft auf meine eigenen Kosten. Und wo ich gerade so sehr lernen darf, für mich zu sehen, wo ich aus dieser Suche nach Liebe und aus dieser Suche nach Geborgenheit in diesen alten Mustern noch funktioniert habe, was aber dann dazu geführt hat, dass ich immer wieder in bestimmte Frustrationen irgendwie komme, weil es natürlich am Ende nicht erfüllend ist und am Ende ich trotzdem das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein oder nicht liebenswert genug zu sein oder was auch immer. Und deswegen, ich lade dich so ein, im ersten Schritt für dich wirklich ehrlich dahin zu gucken, wo hast du das Gefühl, etwas Bestimmtes sein zu müssen, um Liebe zu bekommen? Oder wie denkst du, musst du sein, um Liebe zu bekommen? Und vor allen Dingen, was denkst du, darfst du nicht sein? Weil wenn du es bist, wirst du nicht mehr geliebt. Ja, dass du da für dich mal hinguckst, wie wurdest du als Kind geliebt? Was hast du von deinen Eltern mitgegeben bekommen? Wie hat dein Papa dich geliebt? Wie hat deine Mama dich geliebt? Hast du dich überhaupt geliebt gefühlt? Und auch da wieder, das ist so wichtig, es geht jetzt nicht darum, irgendwie unsere Eltern schlecht zu machen, also 0,0, wir alle geben, ich bin selber Mama, meine Kinder werden später definitiv auch irgendwas finden, was ich nicht richtig gemacht habe. Du kannst als Eltern gar nicht alles richtig machen und es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie die Eltern zu bewerten oder abzuwerten oder irgendwas, sondern es geht darum, dir selber zu erlauben, zu heilen. Und um heilen zu können, ist es wichtig, ehrlich zu sein. Das ist auch etwas, was ich in den letzten Jahren zum Teil auf die harte Art und Weise gelernt habe, dass wenn wir uns Dinge verschönern innerlich oder schön reden und jemanden zum Beispiel irgendwie auf ein Podest stellen, dann kommen wir nie ehrlich an diesen Schmerz in uns, den es eigentlich gilt zu heilen. Wir müssen ehrlich zu uns sein. Wir müssen ehrlich hingucken, was hat wehgetan? Wo haben wir uns nicht gesehen gefühlt? Wo haben wir uns nicht geliebt gefühlt? Nicht, weil sie was falsch gemacht haben, sondern weil sie die Ressourcen selber nicht gehabt haben. Ändert nichts daran, dass es was mit dir gemacht hat. Und das ist das, worum es geht, selber in diese Haltung zu kommen. Ja, es war, wie es war und es gab mit Sicherheit auch voll die schönen Momente. Und es gab aber auch Shit-Momente. Und es gab Momente, die dir vielleicht sogar das Herz gebrochen haben als Kind. In meinem Leben gab es die auf jeden Fall, wo mir mehrmals das Herz gebrochen worden ist. Einfach, weil ich nicht so sein konnte, wie ich bin und wer ich war. Und das aufzuarbeiten, gibt dir selbst eine solche Freiheit und eine solche Authentizität dir selbst wieder. Und vor allen Dingen auch
diese Rückverbindung in deine eigene Vollständigkeit. Ja, das ist ja das, worum es geht bei Heilung. Es geht darum, wieder heile zu werden. Es geht darum, wieder ganz zu werden, dich in deiner eigenen Vollständigkeit zu erfahren und zu erfüllen. Also Schritt 1 ist es, hinzugucken, hinzufühlen und bewusst zu werden, wo in dir spricht bis heute deine Mama oder dein Papa immer noch so mit dir, wie du es als Kind gelernt hast. Wo in dir ist immer noch diese Stimme, die zu dir sagt, hey, da bist du nicht gut genug, steh jetzt auf, sei nicht so faul, du bist zu dumm, das hättest du besser machen sollen. Ja, das bist ja nicht du. Das ist ja nicht wirklich deine eigene innere Stimme, die automatisch, als du geboren worden bist, mit dir runtergegeben worden ist. Nee, auf gar keinen Fall. Du bist voller Liebe in deiner Vollkommenheit hier auf diese Erde gekommen. Und dann ist ganz viel passiert. Und dann hast du bestimmte Überzeugungen, bestimmte Glaubenssätze mitgenommen, die dann in deinem Unterbewusstsein waren und die wie dein Autopilot, deine automatische Programmierung in dir mitlaufen. Und jetzt ist es halt Zeit, von Windows 98 mal abzugraden auf, bei mir ist es Laura 2.0, ich weiß nicht genau, was es bei dir ist, aber auf jeden Fall auf eine neue innere Software, die liebevoller ist, die ein bisschen besser ist und die vor allen Dingen dir selber gut tut. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass du als Kind wie so eine Art kleines Hologramm von deinen Eltern in dir aufgenommen hast, die kontinuierlich mit ihrer Stimme dich weiter beeinflussen und dir sagen, das ist dein Lebensplan, das ist, wie du zu sein hast, das ist, wie du auszusehen hast, das ist, wie du dich zu verhalten hast, etc. pp. Und was du jetzt eben machen kannst, genauso wie du eben dieses innere Kind in dir hast, kannst du anfangen, mit diesem inneren Elternanteil in Kontakt zu kommen und zu beginnen, die Art und Weise, wie er oder sie mit dir spricht, zu verändern. Dafür Schritt 1, überhaupt erstmal bewusst zu werden, dass du diesen inneren Elternanteil in dir hast. Und das kannst du in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten einfach mal beobachten bei dir. Immer wenn so Momente kommen, so jetzt musst du das tun, wenn du das jetzt nicht machst, dieses Gefühl von, okay, das lieber so, das darf ich jetzt auf gar keinen Fall machen, ja. Bei mir zum Beispiel, Riesenthema, habe ich auch vor ein paar Wochen schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, Grenzen setzen. Das ist natürlich so komplett konträr zu niemandem zur Last fallen. Für mich ist so Grenzen setzen, da wird mir direkt schnürt's mir da den Hals zu, wo ich richtig Panik vor habe. Oder jemanden um irgendwas zu bitten, was jemand für mich tun könnte, bin ich so, oh Gott, hoffentlich falle ich damit jetzt niemandem zur Last, ja. Das ist ja nicht normal. Das kann ich schon sehen, dass das nicht normal ist. Und jetzt damit zu arbeiten. Und der zweite Schritt, der dann so wichtig ist, um jetzt überhaupt damit arbeiten zu können, also Schritt 1, bewusst werden, erstmal dich selber beobachten. Du wirst mit Sicherheit direkt 2, 3 Dinge finden, wo du merkst, okay, das könnte ziemlich genau von meiner Mama oder von meinem Papa kommen, die Art und Weise. Und das zweite ist dann, der zweite Schritt ist, mit deinem Nervensystem zu arbeiten. Denn dein Nervensystem steuert ja die ganze Zeit deinen Körper, wie es dir geht. Und wenn wir sehr stark in diesen alten Modellen drin sind, also in diesem Überlebensmodus, von dem wir gelernt haben, wie wir zu sein haben, sind wir gleichzeitig nicht wirklich bei uns. Wir sind nicht wirklich in unserem Körper. Meistens ist es für uns sehr anstrengend, sehr stressig, die ganze Zeit eine Maske aufzuhaben, gegen unsere eigene Natur zu leben, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Das heißt, dein ganzes Nervensystem ist die ganze Zeit überfeuern. Ja, also das ist die ganze Zeit on the edge. Und in diesem Zustand der inneren Anspannung ist es sehr, sehr schwierig, in einen neuen inneren Dialog zu kommen. Es ist schwierig, in Kontakt zu kommen mit der inneren Heilung. Es ist schwierig, in Kontakt zu kommen mit dem eigenen Unterbewusstsein, wo du aber ja gerne hin möchtest. Bedeutet, was wichtig ist im zweiten Schritt, ist zu lernen, wie du dein Nervensystem beruhigen kannst, wie du Momente der Ruhe für dich schaffen kannst, wie du bewusst bei dir ankommen kannst, wie du bewusst wirklich in Verbindung gehen kannst mit dir, mit deinem Körper, mit diesem Moment und rausgehst aus diesem Dauerfeuer des Funktionieren-Müssens, aus diesem Dauerfeuer der inneren Anspannung und in dir in einen Raum kommst von Geborgenheit, von Liebe. Und was du dafür machen kannst, ist genau das, nämlich
für dich einen inneren Raum der Heilung zu erschaffen, einen inneren Raum der Ruhe, der Geborgenheit zu erschaffen. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du dich an einen Ort aus deiner Kindheit zum Beispiel erinnerst, wo du dich geborgen gefühlt hast, wo du dich sicher gefühlt hast, wo du dich geliebt gefühlt hast oder auch einen Ort heute in der Natur oder auf irgendeiner Insel oder auf irgendeinem Berg. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe in meiner letzten Meditation habe ich für mich so einen wunderschönen Berg gesehen und ich war einfach oben auf diesem Berg und da war so eine Bank und da konnte ich mich hinsetzen und ich hatte diese Weite vor mir und konnte das alles sehen und konnte da so richtig schwer werden und ankommen und diese Ruhe von diesem Berg, diese Stabilität in mir spüren und von dort dann weitergehen, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich, um in diesen neuen inneren Dialog zu kommen, deinem Körper, deinem Nervensystem signalisierst, hey, wir sind hier sicher, wir sind geborgen, alles ist gut, I'm safe, ja. Und da kannst du für dich, wir machen das ja gleich auch in der Meditation nochmal zusammen, aber da kannst du für dich immer wieder üben, auch zwischendurch, es ist eine mega schöne Übung, dich zu erden oder eben diesen inneren sicheren Raum für dich zu betreten, wo du aufladen kannst, wo du dich mit dir selber verbinden kannst. Genau. Und wenn du dann da warst, ja, oder da bist, wenn du diesen inneren Ort für dich geschaffen hast, wo du ausatmen kannst, wo du einfach sein darfst, wo du von Liebe umgeben bist, wo du dich sicher fühlst, wo du dich geborgen fühlst, geht es darum, in den inneren Dialog zu gehen mit deinem inneren Elternanteil. Ja, und du kannst dann mal gucken, wer da für dich auftaucht, wie dein innerer Elternanteil aussieht. Und es kann ja der mütterliche oder der väterliche Elternanteil sein, es können auch beide sein. Und dass du jetzt einfach beginnst mit diesem Elternanteil, genauso wie du mit deinem inneren Kind ja reden kannst, beginnst mit diesem inneren Elternanteil zu reden. Und sagen kannst, nee, ich sehe dich, ich fühle dich, ich kann sehen, dass du nur das Beste für mich möchtest. Ich kann sehen, dass du da bist, um mich zu schützen und dass du all das, was du gelernt hast, versuchst mir weiterzugeben. Und ich weiß, dass du aus einem Ort der Liebe kommst und ich möchte, dass wir anfangen, anders miteinander zu reden. Ich möchte, dass du mich siehst für den Menschen, der ich bin. Ich möchte, dass ich mir erlauben darf, diese mütterliche Nähe wirklich in Anspruch zu nehmen, emotionale Nähe in Anspruch zu nehmen, mich fallen zu lassen, vertrauen zu dürfen, mich ausruhen zu dürfen. All diese Dinge, die vielleicht bei dir hochkommen, ja, dass du die adressieren kannst an diesen inneren Elternanteil und beginnst, ihm oder ihr wie so eine innere neue Schulung zu geben, wie ab heute dieser innere Dialog abläuft. Und dass du dir vorstellst, dass dieser innere Elternanteil zu dem inneren Elternanteil wird, den du dir immer gewünscht hättest oder den du eigentlich gebraucht hättest. Also wie wäre die bestmögliche Mama oder der bestmögliche Papa, wenn er oder sie vollkommen in seiner Kraft, vollkommen in seiner oder ihrer Fülle, vollkommen in der emotionalen inneren Stabilität gewesen wäre, wie hätte er oder sie mit dir gesprochen? Uff. Wahrscheinlich anders, als er oder sie es getan haben. Und worum es jetzt geht, ist für dich zu lernen, in dir genau diesen Elternanteil zu erschaffen. Wie hätte deine Mama oder dein Papa mit dir gesprochen als der oder die gesündeste Version von sich selbst? Und dann beginnst du auf diese Art und Weise mit dir selber zu reden. Und du wirst sehen, es wird dein gesamtes Leben verändern. Weil du plötzlich für dich selbst zu der Mama und zu dem Papa wirst, den oder die du eigentlich gebraucht hättest. Ja, das ist dann dieser dritte Schritt, eben wirklich in dir, in diesen neuen Dialog zu gehen und dir vorzustellen, okay, wie würde denn diese komplett gesunde Mama oder dieser komplett gesunde Papa mit mir eigentlich sprechen? Und dann anzufangen, danach zu leben. Und das ist dann der vierte Schritt, dass du in deinem Alltag immer wieder Momente einbaust, wenn du merkst, du wirst gerade getriggert, wenn du merkst, du gehst gerade irgendwie nicht gut mit dir selber um, wenn du merkst, du bist irgendwie in einer Situation, in der du eigentlich nicht mehr sein möchtest, wenn du merkst, dass du dich nicht um deine Finanzen kümmerst, um deine Gesundheit kümmerst, wenn du merkst, dass du dich einfach nicht um dich und dein Leben so kümmerst, wie es ein richtig gesunder, liebevoller Mensch mit sich tut, dann gehst du in diesen inneren Dialog und gehst da immer wieder rein und guckst, okay,
Wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine vollkommen emotional, mental, psychisch, spirituell gesunde Mama, mental, emotional, psychisch gesunden Papa, der vollkommen, beide vollkommen in ihrer Mitte, vollkommen in ihrer Kraft, ohne den ganzen eigenen Shit, den er oder sie vielleicht irgendwann aus ihrem eigenen Leben mitbekommen hat. Das ist ja einfach, es ist ja nur, dass du in dir anfängst, das zu bauen. Und nochmal, es ist ja nicht schlimm, dass unsere Eltern diese Erfahrungen gemacht haben und so sind. Die haben ja ihr eigenes Leben auch gehabt und sind Kinder gewesen, haben Eltern gehabt und die haben auch wiederum Eltern gehabt und die waren im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Da ist ja auch noch so viel Schmerz, so viel Verletzung. Und das ist auch alles in Ordnung. Und es hat dich ja heute auch zu dem Menschen gemacht, den du machst. Worum es geht, ist jetzt für dich anzufangen, eine wirklich gesunde, emotional stabile, liebevolle Version von dir selber zu werden. Und dafür ist es wichtig, dass alle deine Anteile in dir gesund und erfüllt sind und aus einem Ort des Vertrauens und der Liebe kommen. Und im vierten Schritt geht es wirklich darum, dass du für dich guckst im Alltag, wie kannst du immer wieder in diese Verbindung gehen, zum Beispiel durch die Meditation, durch einen kurzen Check-in, durch dieses Überprüfen und Checken, okay, warte mal, in welchem Modus bin ich hier jetzt gerade eigentlich unterwegs, welcher innere Anteil hat hier jetzt gerade eigentlich die Überhand gewonnen? Genau, also ich fasse die vier Punkte nochmal kurz zusammen. Schritt 1 ist bewusst werden, überhaupt erstmal bewusst werden, dass wir alle diese innere Elternstimme in uns haben. Schritt 2 ist es, dein Nervensystem zu beruhigen und aus dem Überlebensmodus rauszukommen, aus dem Autopiloten rauszukommen, wo das alles natürlich wie auf einer 260 km/h Autobahn an uns innerlich vorbeiballert und wir gar nicht hinterherkommen und plötzlich irgendwelche Dinge machen und wieder in irgendeinem Rad drin sind und denken, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, aber ich muss weitermachen. Pause. Atmen. Bei dir ankommen. Inneren Ort der Heilung, inneren Ort der Ruhe, der Geborgenheit, in den eigenen Schöpfermodus reingehen. Ich kann selbstwirksam in meinem Leben sein. Ich kann mit mir selber arbeiten. Ich kann heilen. Schritt 3, neuen inneren Dialog erschaffen. Was wäre die gesündeste Version deiner Eltern gewesen und wie würden die mit dir reden? Schritt 4, im Alltag immer wieder in diesen Check-in gehen. Und ich lade dich gerne ein, mit mir jetzt eine kurze Meditation dazu einmal zu machen. Bitte mach die nur, wenn du gerade nicht fährst. Dann machst du diese Meditation bitte nicht. Dann machst du sie bitte später. Ansonsten, wenn du jetzt gerade ein ruhiges Minütchen hast und dich hinsetzen kannst und dich entspannen kannst, können wir die Medi super gerne machen. Ansonsten holst du sie einfach später nach. Okay. Für die Meditation finde für dich einen bequemen Sitz. Du kannst die Hände gerne mit den Handflächen nach unten auf deine Knie ablegen oder wie so eine Schale in deinem Schoß, was sich da für dich gerade gut und richtig anfühlt. Und wenn du dann soweit bist, schließ hier gerne deine Augen, atme einmal tief durch die Nase ein, durch den Mund aus. Noch einmal tief durch die Nase ein. Mund aus. Noch einmal tief ein. Durch den Mund aus. Dann erlaube dir ganz bewusst in diesem Moment anzukommen. Spüre dich selbst, deinen Körper. Dein Geist, deine Seele, dein Herz. Komme ganz bewusst bei dir an. Und erlaube dir ganz tief in dich selbst hineinzusinken, in deine innere Welt. Schenke dir hier ein ganz liebevolles Lächeln. Und erlaube deinem Körper zu entspannen, alles loszulassen und mit jedem Einatmen noch mehr Entspannung einzuladen und mit jedem Ausatmen alle alte Anspannung loszulassen. Lass los. Und von hier bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz
Spüre ganz bewusst deinen Herzschlag. Und dann frage hier einmal die Weisheit deines Herzens, wo in deinem Leben du noch Anteile von dir selber, diese Elternanteile von dir selber in dir hast, die dich blockieren, die dich klein halten. Und was so typische Sätze sind, die du dir selber sagst, womit du dich eigentlich selbst verletzt, womit du dich in dysfunktionalen Mustern hältst, sei es in Beziehungen, im Beruf, in deiner Gesundheit, in den Finanzen, wo du nicht für dich selber einstehst, wo du glaubst, etwas nicht verdient zu haben, nicht gut genug zu sein oder dich innerlich getrieben fühlst, denkst, irgendwas leisten zu müssen. Und erlaube dir hier einmal ganz bewusst einfach hinzuschauen, was da so typische Sätze in dir sind, nach denen du lebst, die du von deinen Eltern als Kind aufgenommen hast. Und nimm diese Sätze einfach nur wahr. Die Gefühle, die vielleicht damit verbunden sind, lass es einfach da sein. Erlaube dir bewusst zu werden, die Sachen von der Unterfläche, aus dem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein zu kommen, um sie verändern zu können. Ganz liebevoll, achtsam. Und dann spüre in dir auch, dass du in dir die Wirksamkeit hast und die Kraft hast, all das, was für dich heute nicht mehr funktional ist, all das, was gegen deine Essenz, gegen deine eigentliche Natur wirkt, dass du all das nach und nach von dir lösen darfst, dass du es loslassen darfst. Und immer mehr in dir an einen Ort deiner inneren Wahrheit kommen darfst. An diesen inneren Ort der Liebe für dich. An diesen inneren Ort der Geborgenheit. Und schau jetzt einmal in dir, wie könnte dieser innere Ort der Geborgenheit aussehen? Das kann ein Ort sein, den du kennst, in der Natur. Oder vielleicht in deinem Zuhause. Ein Ort, an dem du dich ganz wohl, sicher und geborgen fühlst. Und stell dir vor, wie du jetzt an diesem Ort ankommst. Und in dem Moment, wo du dich hier umblickst, dein ganzes System spürt, hier bin ich sicher, hier bin ich geborgen. Hier ist die Welt in Ordnung. Und erlaube deinem Körper noch mehr und tiefer zu entspannen. Deinem Nervensystem hier bewusst den Raum und die Zeit zu geben, loslassen zu dürfen, entspannen zu dürfen. Es gibt dir gerade nichts zu tun. Du musst nichts sein. Du darfst einfach bei dir ankommen, hier in diesem Raum der inneren Geborgenheit, an diesem Ort, wo du dich ganz sicher und geborgen fühlst. Nimm hier in deinem Tempo ganz bewusst nochmal einen tiefen Atemzug ein und aus. Und aus der Kraft deines Herzens heraus, stell dir vor, wie du in dir die bewusste Entscheidung triffst, ab jetzt zu beginnen, dich mit der gesündesten, liebevollsten Version von deiner Mutter und deinem Vater zu verbinden,
Stell dir vor, dass du eine innere Mama, einen inneren Papa hast, wie innere Anteile von dir, die die gesündeste, liebevollste, emotional stabilste Version deiner Eltern repräsentieren. So, als wären deine Eltern von genauso liebevollen Eltern und diese wiederum von genauso wie liebevollen Eltern erzogen worden, großgezogen worden. Als würdest du aus einer Familienlinie stammen, die gesegnet ist mit emotionaler Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, Verbundenheit, der Fähigkeit, über alles sprechen zu können, sich wirklich zu sehen. Dann stell dir einmal vor, wie du hier in dir, in diesem inneren Raum, diese inneren Elternanteile in dir siehst. Und wie du spürst, dass sowohl diese innere Mama als auch dieser innere Papa dir hier ganz viel Liebe schenken kann, ganz viel Geborgenheit schenken kann. Und beide dich sehen um deiner selbst willen. Beide dich sehen als die Seele, die du bist. In deiner Einzigartigkeit, in deiner Schönheit, in deinen Talenten. Atme hier einmal tief ein und aus. Und wenn du das spürst, vielleicht kannst du beide als Figuren vor dir sehen, als Lichtwesen, als innere Anteile. Und dann schau hier einmal in Hinblick auf die vielleicht bis jetzt dysfunktionale Situation, in der du bist, vielleicht in deiner Beziehung, in deinem Beruf, in deiner Gesundheit, in deinen Finanzen oder in irgendeinem anderen Lebensbereich. Was würde dieser gesunde innere Elternanteil deiner Mama und dieser gesunde, liebevolle innere Elternanteil deines Papas dir hier mitgeben? Und empfange hier einmal diese Liebe und vielleicht auch den Ratschlag, den diese inneren Anteile für dich haben. Und erlaube dich hier gesehen zu fühlen, geliebt zu fühlen, als der Mensch, der du bist. Und dass du nicht mehr in einem Entweder-Oder leben musst, sondern in einem Sowohl-als-auch. Du darfst all das sein, all das erschaffen, was du möchtest. Und du hast alle Liebe dieser Welt verdient. Und für diese Liebe musst du nichts tun. Du bist einfach um deiner selbst willen liebenswert. Und dann stell dir vor, wie diese inneren Elternanteile dich hier ganz liebevoll in den Arm nehmen, dich in ihr wunderschönes, weiß-goldenes Licht hüllen und dir hier all diese innere Geborgenheit und den Schutz schenken. Und dann stell dir vor, wie diese beiden inneren Anteile ganz, ganz klein werden und wie von einem Magneten in dein Herz gezogen werden und in deinem Herzen sind. Und wann immer du einen Ratschlag brauchst, kannst du dich mit diesen inneren Elternanteilen hier in dir verbinden. Und dann leg hier nochmal deine Hände auf dein Herz. Spüre die Liebe in dir, die Geborgenheit in dir und dass du selbst für dich die Mama, der Papa sein kannst, die du gebraucht hättest. Und dass du ganz bewusst diese Beziehung in dir selber stärken kannst. Um dir hier die Liebe zu geben, die Geborgenheit zu geben. Um dir selbst und deinem Leben vertrauen zu können. Und dann stell dir vor, wie du auch ganz bewusst wieder in deinem Herzen ankommst, von dort in deinem gesamten Körper. All diese Liebe hier einmal in dir integrierst. Tief ein- und ausatmest. Und wenn du soweit bist, die Augen wieder öffnest und zurück ins Hier und Jetzt kommst.
Und dann spüre hier gerne nochmal nach, was das mit dir gemacht hat, wie du dich fühlst. Und erlaube dir immer wieder, in diese Verbindung zu gehen und wirklich in dir diese beiden gesunden Elternteile wie innere Anteile von dir zu erschaffen, zu stärken und aus dieser inneren Haltung mit dir selber zu reden und zu beobachten, wie sich dein ganzes Leben verändert, weil du dich in dir veränderst, weil du aus dieser alten Dysfunktionalität aussteigst, die in deinem Familiensystem dir mitgegeben worden ist, so wie wir alle in unseren Familiensystemen irgendwas mitgegeben bekommen haben, was nicht ganz so optimal ist, damit wir es heilen können, damit wir es transformieren können und dann in der nächsten Generation eine gesündere, eine liebevollere Beziehung zu uns selbst und zu unseren Kindern und zu den Kindern, die dann danach kommen, erschaffen können. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen und dir ein bisschen was schenken können und ein bisschen inneren Frieden gegeben und ein Tool, wo du ja mit dir selber einfach nochmal ganz anders in Kontakt kommen kannst. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, mir deine Gedanken zu der Folge heute dalässt, was es mit dir gemacht hat, welchen Ratschlag du vielleicht von deinen inneren Eltern bekommen hast und ja, wie dir das gefällt, damit zu arbeiten. Und heute erscheint auch das neue I Am Magazin. Ich habe es jetzt leider gerade selber noch nicht hier, aber es ist ein wunderschönes Heft geworden, wo es darum geht, wirklich in das innere Potenzial zu kommen. Also genau das, worum es hier heute auch geht. Und die neue I Am findest du wie immer überall, wo es Magazine gibt oder natürlich auch online. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten, wenn du mehr zu meiner Arbeit erfahren möchtest, komm super gerne einfach auf meiner Website vorbei, lauraseiler.com, wo du alles findest, was es zu mir gibt. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche in einer neuen Folge hören. Lass es dir gut gehen, halt die Ohren steif, glaub an dich, vertrau dir. Und dieser ganze Weg, ja, der inneren Persönlichkeitsentwicklung, es ist ein Weg, es ist mal hoch, mal tief, es ist ein ewiger Prozess. Genieß ihn, genieß es, dich kennenlernen zu dürfen. Lass dich unterstützen, in welcher Form auch immer. Du musst nichts alleine für dich lösen. Es gibt vieles, was wir noch nicht mal für uns alleine lösen können. Wir brauchen Menschen, die uns von außen auch unsere eigenen blinden Punkte aufzeigen, die uns helfen, uns selber wieder lieben zu lernen. Und also lass dich da auf jeden Fall unterstützen. Mach's auf deine Art und Weise, was für dich richtig ist, was du brauchst. Und fühl dich von mir auf jeden Fall umarmt, geliebt, gesehen. Und ja, es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.